lese aus dem Johannesbrief, Kapitel 16, Vers 33. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. Und jetzt kommt der eigentliche Satz, auf den ich raus will. In der Welt habt ihr Bedrängnis. Wer von uns heute Morgen ist in der Welt? Mehrere wissen es nicht genau. Wir sind alle in der Welt. Wenn du schnaufen tust, dann bist du in der Welt. In der Welt habt ihr Bedrängnis. Habt ihr das gehört? Auch wenn du zurzeit keine Bedrängnis hast, irgendwann wird wieder Bedrängnis kommen. Dann wirst du wieder irgendwelche Schwierigkeiten haben. Da kommst du nicht raus. Und übrigens, das Wort Bedrängnis, das spricht zu uns. Das ist das griechische Wort Thlipsis oder Thlipsis, je nachdem, ob du jetzt Altgrieche oder moderner Grieche bist. Und es bedeutet tatsächlich Bedrängnis. Im Sinn von, hast Obelix, legt einen Hinkelstein auf dich. Dann bist du bedrängt. Oder wenn du feststeckst in einer Felsspalte, links ist, also hinter dir ist Fels, vor dir ist Fels. Du fühlst dich bedrängt. Es ist ungemütlich. Wenn du bedrängt bist, ist es nicht lustig. Und du bist möglicherweise heute bedrängt. Dann ist es gut, dass du heute Morgen hier bist. Meine Botschaft heißt nämlich, Jesus der Sorgenkiller. Jesus, der Sorgenkiller. Ich muss noch fertig lesen, weil das wäre blöd, ja? In der Welt habt ihr Bedrängnis, Gottes Segen, auf Wiederschauen. Jesus redet zum Glück weiter und er sagt, in der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid guten Mutes. Also du sollst trotz Bedrängnis, trotz äußerlich bedrängender Umstände, guten Mutes sein. In anderen Worten, obwohl äußerlich du siehst, wie du bedrängt wirst, sollst du innerlich guten Mutes sein. Du sollst also ein Stück weit deine Umstände ignorieren. Das ist ein Kunststück, an dem viele sich ein Leben lang abarbeiten. Aber der Herr sagt, du sollst guten Mutes sein. Und ja, warum, Herr? Ich habe die Welt überwunden. Wenn du jetzt in Christus bist, und du bist in Christus, wenn du an Jesus glaubst, dann bezieht sich dieses Ich auch auf dich. Ich habe die Welt überwunden, bedeutet, wenn Jesus die Welt überwunden hat, wenn der Christus die Welt überwunden hat, dann haben alle, die in Christus sind, die Welt auch überwunden. Das bedeutet, es gibt kein Problem, für das der Herr keine Antwort hat. Und du kannst guten Mutes sein, weil er Tag und Nacht daran arbeitet, dir diese Lösung zukommen zu lassen. Ja, im Hebräerbrief, gleich im ersten Kapitel, da versichert uns der Herr, dass die Engel alle Diener sind, ja, ausgesandt um derer Willen, die das Heil erben sollen. Ausgesandt zum Dienst um derer Willen, die das Heil erben sollen. Wenn du Christ bist, dann bist du gesetzt, das Heil Gottes zu erben, die Verheißungen Gottes zu erben in deinem Leben. Und Gott setzt seine Engel frei, die dir helfen, ja, dieses Erbe anzutreten. Auf Deutsch, du sollst Gebetserhörungen haben, bis du keine Lust mehr auf Gebetserhörungen hast. Ja, du sollst siegen, bis du müde wirst vom Siegen. Mal wieder ein bisschen Bedrängnis brauchst. Du sagst, Pastor, was ist das für eine Ansicht? Du schau mal das Leben Jesu an. Weißt du, du bist hier unten auf der Erde, um durch eine Charakterschule zu gehen. Erstens, das machst du jeden Tag. In der Welt habt ihr Bedrängnis. Komm zurecht damit. Erstens und zweitens, um natürlich Menschen zu Jesus einzuladen. Ganz wichtig, ne? Wenn es niemanden mehr gäbe, wenn alle schon errettet wären, wisst ihr, was dann passieren würde? Der Herr würde sagen, gut, wir machen den Deckel zu, wir machen jetzt tausendjähriges Reich, neuen Himmel, neue Erde. Ja, aber im Moment sind wir noch nicht so weit. Es braucht noch Verkündiger auf der Erde, die den Menschen von Jesus erzählen. Und da gehören du und ich dazu. Deswegen bist du hier unten auf der Welt. Okay, ich lese den Satz noch einmal. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid guten Mutes. Was soll es denn sein? Niedergeschlagenen Mutes. Latent depressiv. Auf die Medikamentenschachtel schauend. Prozac und was es da nicht alles gibt. Ja, an Stimmungsaufhellern und so. Du, dein Stimmungsaufheller hat einen 5-Buchstaben-Namen. Keinen 6-Buchstaben-Namen wie Prozac, sondern einen 5-Buchstaben-Namen. Und du hast es schon erkannt. Ich muss gar nichts mehr sagen. Ich muss jetzt endlich den Vers fertig lesen. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid guten Mutes. Ich habe die Welt überwunden. Und du hast in Christus die Welt auch mit überwunden. In anderen Worten, in Christus liegt die Antwort auf deine Probleme. Wenn ich also heute Morgen über Jesus, den Sorgenkiller, spreche, dann musst du Folgendes wissen.
Die Kraft, die eine Kraft, die die Sorge besiegt, heißt Glaube. Ohne Glauben gibt es keinen Frieden für dich und keine Freude für dich. Es wird also in Richtung Glauben natürlich gehen heute Morgen, das muss es, um dir zu zeigen, ja, wie du aus dem Sorgennetz herauskommst. Schau, ganz, ganz wichtige Sache. Wenn du Sorgen hast, dann hast du diese Sorgen bestimmt schon einmal oder zehnmal oder zehntausendmal vor den Herrn gebracht. Du hast ihn angenölt, du hast ihn angenörgelt, du hast ihn angefleht, du hast ihn gebeten, du hast ihn voller Respekt ersucht. Und es hat alles nicht funktioniert. Gott wird nämlich nicht von deiner Not bewegt, außer natürlich emotional. Wenn es dir schlecht geht, dann fühlt er mit dir, er ist barmherzig. Aber seine Hand, ja, die dir Befreiung schafft, die wird nicht durch Kleinmut und durch Genörgel, durch die Kulturtechnik des Nörgelns freigesetzt. Funktioniert vielleicht bei deinen Kindern. Mama, ihr wisst schon, ihr seid im Supermarkt, fahr zur Kasse hin, dein Kind sitzt, weil es noch klein genug ist, vorne drinnen in diesen Sitzen, die sie da haben, in den Kinderdingern. Wisst ihr, was ich meine? Kinder sitzen in dem Buggy. Mama, ich will das. Nein, ich will das. Nein, ich will das. Allzu gut. Dann so geht es dreimal, zehnmal. Und was lernt das Kind? Die Kulturtechnik des Nörgelns funktioniert. Daraus entwickeln sich dann Ehefrauen, die ihre Männer annörgeln. Ehemänner, die ihre Frauen annörgeln. Hallo? Hey, ich bin politisch unkorrekt. Und das heißt politisch korrekt eigentlich, weil wir kriegen alle ihr Fett weg. Ja, wenn du möchtest, wenn du unbedingt Anstoß nehmen möchtest an einem Satz von mir, ich gebe dir reichlich. Okay, viel Spaß beim sich selber bedauern. Die Kulturtechnik des sich selber bedauerns bewegt Gottes Hand auch nicht. Danke für dieses Amen, das hebt die Predigerseele. Okay, also ständiges Beschweren ändert bei Gott nichts. Gott reagiert nicht auf Genöle und Genörgel. Er reagiert auch nicht auf Flehen und Gemache und Getue. Er reagiert auf eines. Die Hand Gottes bewegt sich, wenn du glaubst. Hebräer Kapitel 11, Vers 6. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Sag mal unmöglich. Es ist unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer ihm naht, wer also betet, du nahst dich ihm durch Gebet, wer ihm naht, muss glauben, dass er ist, das heißt, dass er überhaupt existiert, erstens, und dass er denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Wenn du nicht glaubst, dass Gott dein Gebet hört, dann spar es dir, es ist nur heiße Luft. Es ist dann wie ein Frosch, der aus deinem Mund hüpft und auf den Boden klatscht. Aber die Kraft Gottes wird deswegen nicht freigesetzt. Du musst deine Anliegen durch Gebet und Flehen vom Herrn kund werden und dann geht es weiter mit Danksagung. Wenn du noch nicht durchgedrungen bist zur Danksagung, dann bist du noch im Zweifel, dann bist du noch im Kleinglauben oder im Unglauben. Dann bist du noch nicht durchgedrungen. Neulich, ich kriege immer wieder E-Mails aus aller Welt, ja, neulich hat mich ein Herr aus Westeuropa angerufen, ein junger Mann, ein Student. Ja, er hat ein gesundheitliches Problem dieser und jener Natur. Und er hat schon den Herrn angefleht und er hat schon Buße getan und alles Mögliche. Aber es hat alles nichts funktioniert, es hat alles nichts funktioniert. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, es hat alles nichts funktioniert, hat alles nichts funktioniert, dann weiß ich eins, er ist nicht im Glauben. Na, er hat mich dann gebeten, ein Telefonat mit ihm zu führen und ich habe ihm einen Termin gegeben. Wir haben uns dann telefonisch getroffen und ich habe ihm dann erst einmal eine Mini-Glaubenspredigt gehalten. Du musst innerlich in deinem Herzen zu einem gewissen Sieg durchdringen. Du musst Licht im Herzen haben. Ja, bevor du äußerlich siehst, dass die Umstände sich verändern. Wenn diese Dämmerung noch nicht da ist, dann bist du noch nicht im Glauben. Du musst da ganz ehrlich zu dir selber sein, sonst machst du dir was vor. Oh, ich habe tausendmal schon gebetet und der Herr, diese Schlafmütze, diese Elende, diese macht immer nichts. Leute, so haut es nicht hin. Ja, die Kulturtechnik des Nörgelns funktioniert beim Herrn nicht. Glaube bewegt die Hand Gottes. So, wenn du also beten tust, wenn du den Herrn suchst, dann musst du glauben, dass es ihn gibt. Ich meine, davon gehe ich jetzt mal aus, deswegen bist du hier. Ja. Und zweitens, dass er dich belohnt dafür. Wieso solltest du glauben, dass Gott dein Gebet belohnt oder erhört?
Warum? Was brauchst du dazu? Du brauchst ein Wort vom Herrn, richtig? Du brauchst eine Verheißung Gottes. Es ist das alte Einmaleins. Du musst wissen, was der Herr sagt. Schau, bestimmte Sachen würde der Herr zu dir sagen, er würde dich beauftragen. Er würde zu dir sagen, mach dies, das oder jenes und dann musst du das tun. Das ist wunderbar. Aber manchmal ist es so, dass er eben nicht zu dir spricht. Dinge, die im Großen und Ganzen geoffenbart sind, über die sein Wille eindeutig feststeht, die wird er dir nicht noch einmal selber sagen, indem er dir erscheint oder dir einen Engel erscheinen lässt, der dann zu dir sagt, ich bin dein Erlöser oder ich bin dein Heiler. Weißt du, das geht aus dem Wort Gottes hervor, aus 10.000 Schriftstellen. Und die musst du eben im Glauben ergreifen, die musst du packen, über die musst du nachdenken, die musst du dir auf der Zunge zergehen lassen, auf der inneren, ja, musst du vor deinem Kopf bewegen. Und auf die Art und Weise bewegst du dich in den Glauben hinein. So ständiges Beschweren ändert nichts, sondern vielmehr Glaube. Dazu musst du wissen, was sagt Gott zu deiner Situation. Und schau, ich habe es noch nicht geschafft, mich hinzusetzen und die Bibel zu lesen und nicht zu erleben, dass Gott zu mir gesprochen hat. Erst gestern habe ich mich wieder hingesetzt, ja, altbekannte Schriftstellen gelesen, die ich schon länger nicht mehr gelesen habe. Und plötzlich treffen mich einige Erkenntnisse wie Pferdehufe. Die mir, Mann, ey, hallo, wow, was da steht. Und es erbaut dann deinen Glauben. Du erkennst Gott und den Charakter Gottes ein wenig besser. Schaut, bei dieser ganzen Verheißungsfinderei kommt es eigentlich auf eines an, dass du das Wesen Gottes mehr und mehr verstehst und nachvollziehen kannst. Wenn du weißt, wie Gott ist, dann musst du nicht dauernd nachschlagen nach bestimmten Verheißungen, sondern du weißt, du kennst seinen Charakter einfach. Und dann kannst du beten aufgrund seines Charakters und du weißt, der Herr hat dich gehört, weil du das schon oft genug erlebt hast. So, kann also sein, dass für dich Sorgen beseitigen ein dickes Brett ist, das zu bohren ist. Aber du bist heute Morgen am richtigen Ort, ja? Ich werde dir das Rüstzeug geben, dass du deine Sorgen im Herrn besiegen kannst. Denn ja, der Herr wird vor dir hergehen und für dich kämpfen, aber letztendlich musst du immer noch das Schwert führen. David musste immer noch dem Goliath entgegentreten und die Schleuder bedienen. Amen. Ja, der Herr hat ihm dann den Rest erledigt, dass Goliath gefallen ist. Okay, also was sagt der Herr zu deiner Situation? Und das glaubst du dann. Deine Grundeinstellung, ganz grundsätzlich, über dich selber muss sein, Gott ist mit mir, er segnet mich, und er macht mich zum Segen. Das muss innerlich, diese Einstellung muss in dir, muss mit dir, mit deinem Geist verwachsen. Das muss das sein, was aus dir rauskommt, wenn man dich nachts aufwacht und fragt, wer bist du? Was ist dein Verhältnis zu Gott? Na, dann kannst du nicht die Augen aufmachen und mit schreckgeweiteten Augen um dich blicken und sagen, gute Frage. Sondern du musst dann sagen, Gott ist mit mir, er segnet mich und macht mich zum Segen. Sag mal mit mir, Gott ist mit mir. Er segnet mich und er macht mich zum Segen. Schau, wenn du ständig schlecht gelaunt bist, gibt's. Ich kenne da genug Leute, die ständig schlecht gelaunt sind, jeden Tag. Wenn nicht ganztag, dann wenigstens halbtags. Das hat drei Gründe. Entweder du bist gefangen in einem Netz von Unglauben und Zweifel. Mann, habe ich damals vor 30 Jahren die richtige Person geheiratet? Habe ich den richtigen Beruf ergriffen? Habe ich das richtige Auto gekauft? Habe ich mir die richtigen Klamotten gekauft oder schaue ich blöd aus in dem Zeug? Hey, manche werden begeistert von dir sein, weil du so aussiehst, wie du aussiehst mit deinen Klamotten. Und manche werden sich fragen, mutig, oder werden sich sagen, mutig, mutig. Ja, es musst du einfach lassen. Du bist also gefangen in einem Netz von Unglauben und Zweifel, wenn du ständig, wenn du jeden Tag schlecht drauf bist, wenn du immer mit einem eher säuerlichen Gesichtsausdruck herumläufst, dann ist es ein Zeichen, dass du im Moment gerade nicht im Sieg lebst, nicht in der Fülle Gottes. Denn wenn du wüsstest in dem Moment, dass Gott mit dir ist, dass Gott dich segnet, das nächste Gute ist schon unterwegs. Ja, und dass er dich zu einem Segen macht. Weißt du, ein Segen zu sein für jemanden anderen macht Spaß, das macht Spaß.
wenn du was kannst, was ein anderer gerade braucht. Na, sag mal nochmal mit mir. Gott ist mit mir. Er segnet mich. Macht mich zum Segen. Amen. Also wenn du schlecht gelaunt bist, erster Punkt, du bist in einem Netz von Unglauben und Zweifeln. Du glaubst gerade nicht, dass der Herr wirklich mit dir ist. Dann musst du dich innerlich freimachen. Du musst sagen, mal langsam. Tief durchatmen. Ja, und musst dann zu dir selber sagen, natürlich ist Gott mit mir. Er ist vor 2000 Jahren für mich ans Kreuz gegangen. Er hat sein Blut vergossen. Ja, auf den Glauben hin, dass ich mich eines Tages für ihn bekehren werde. Er hat mir meine Sünden vergeben. Er hat mich neu gemacht. Natürlich ist er mit mir. Ja, und er segnet mich auch. Denn warum soll er sein Leben für mich hingeben, wenn er mir nicht auch den ganzen Rest gibt? Ja, ist doch unsinnig. Und außerdem, aus der Fülle seines Segens segne ich dann andere. Mit meinem Wissen, mit meinen Fähigkeiten, mit meinen Mitteln, je nachdem, was gerade dran ist. Ja, das ist eine wunderbare Sache. Also davon musst du dich freimachen. Wenn du also immer wieder mal da sitzt und dir die Klappe runterhängt, ja, dann erinnere dich dran, du bist der Gesegnete des Herrn. Ja, aber du kennst meine Sorgen nicht, Pastor, du kennst meine Sorgen nicht. Ja, natürlich nicht, aber ich kenne deinen Erlöser. Und er hat das letzte Wort. Zweitens, du lebst in Sünde. Dann, sage ich mal, musst du ganz, ganz dringend mit deiner Sünde brechen. Wisst ihr, wenn du ständig schlecht gelaunt bist, aber du bist Christ und du bist nicht im Unglauben, du glaubst, dass der Herr eigentlich gut ist und alles, dann kann es gut sein, dass du in einer Sünde lebst, von der der Herr dich schon seit langem überführt oder seit geraumer Zeit überführt. Und wisst ihr, was ich gemerkt habe? Wenn du junger Christ bist, dann überführt er dich von den groben Sünden. Na? Trink keine 12 Halbe mehr am Tag. Dann sind für dich schon 5 Halbe ein Fortschritt. Und dann ist der Herr stolz auf dich, wenn du nur noch 5 trinkst. Wenn ich am Tag 5 Halbe trinken würde, würde mir der Herr aufs Dach steigen. Ja, für dich gelten vielleicht andere Regeln als für mich, denn du bist in einem Glaubenslauf woanders. Aber diese Dinge, mit diesen Worten kam auch der Herr mal zu mir, ja. Ich möchte, dass du dies lässt, das ist kein Zeugnis, ja. Du kannst dich nicht da und rumqualmen. Na, ich erzähle den Leuten von Jesus, klugge da mal eine halbe, ja, ihr wisst schon damals, an dem Ort, an dem ich früher Drogen verkauft habe, habe ich später evangelisiert. Na, und die Leute, die mich vorher gekannt haben, die haben mich dann auch nachher getroffen. Und ich stehe also da mit meiner halben Bier in der Hand. Du brauchst Jesus, klugge die Glug, ja. Und die haben sich gedacht, das ist ja alles schön und gut und deine Augen, die leuchten ja auch irgendwie, aber sag mal, findest du das überzeugend mit einer halben Bier und so weiter? Du unterscheidest dich ja überhaupt nicht. Ich habe mir gedacht, stimmt eigentlich. Zack, weg mit dem Zeug, ja. Und war dann glaubhafter. Und dir geht es ganz genauso. Wenn du schon ein bisschen länger mit dem Herrn gehst, dann möchte vielleicht, ja, vor allem wenn er dich materiell gesegnet hat, dass du ein bisschen mehr zum Geber wirst hier und nicht so ein alter Knauser bist. Ja, du kannst ja dich selber irgendwie kurz halten, aber nicht den Herrn, und sein Werk sollst du dann fördern. Oder er wird zu dir irgendwann kommen und sagen, hey, tu mal nicht ständig, gewohnheitsmäßig schlecht über andere reden. Wisst ihr, er überführt uns immer wieder von bestimmten Sünden. Er kommt zu dir mit Dingen und er kommt zu mir mit Dingen. Ja, vor 10 Jahren kam der Herr zu mir und hat gesagt, du trinkst zu viel Kaffee, viel zu viel, hör auf mit dieser Kaffeesauferei. Herr, wieso? Ja, weil das nicht gut ist für dich, du fühlst dich schlecht deswegen, dir geht es besser ohne. Naja, dann habe ich es halt gelassen. Na, seitdem trinke ich unter der Woche zum allergrößten Teil keinen Kaffee mehr. Und tatsächlich, mir geht es besser. Jetzt ist es dann halt am Samstag früh, ja, wo das alles nachgeholt wird. Nein, Quatsch. Nein, Käse, aber ihr wisst, was ich meine. Na, so kommt der Herr immer wieder zu dir. Und wenn der Herr zu dir kommt und immer wieder anklopft bei dir und an deinem Herzen und zu dir sagt, jetzt ändert es endlich, dann musst du darauf eingehen. Amen. Ich habe extra heute Morgen nochmal nachgeschaut. Sprüche Kapitel 29, gleich in den ersten Versen. Da heißt es, wenn jemand trotz vieler Ermahnungen halsstarrig bleibt, wenn du in der Sünde bleibst und der Herr dich immer wieder überführt und ermahnt hat, das Verderben einer solchen Person kommt plötzlich ohne Heilung. Also du musst dieses Reden, das der Herr zu dir hat, ja, ernst nehmen. Sagen wir jemand Amen. Und es ist auch gut, es lebt sich ohne Sünde viel besser als mit. Denn nur wenn du Freimut vom Herrn hast, ja, bist du
in der Lage, deine Sorgen loszulassen und Erhörung vom Herrn zu empfangen. Okay, also erstens, Zweifel und Unglaube sind wie ein Netz um dich. Die musst du durch Erinnern an die Segnungen Gottes und an die Verheißungen Gottes durchschneiden. Zweitens, dich plagt Sünde und du hast noch keine Buße darüber getan. Wer seine Sünde bekennt und lässt, der wird Vergebung und Segen empfangen. Sag mal, bekennt und lässt. Aber wisst ihr, im Bekennen sind die Menschen stark, im Lassen nicht so. Okay. Und drittens, du hast eine Hormonstörung. Ja, wenn du ständig schlecht gelaunt bist und komisch drauf bist, dann bist du vielleicht irgendwie hormonell ein Klaus Kinski oder so. Dann ja, oder so eine Type, dann musst du halt irgendwie damit zurechtkommen. Wer Schauspieler, mach irgendwie sowas, ja. Da kannst du das dann ausleben, deine Neurosen und die Menschen unterhalten damit. Nun gut, das war jetzt nicht ganz ernst gemeint, okay. In Markus Kapitel 10, in Vers 17, da sagt Jesus, wer das Reich Gottes nicht aufnimmt wie ein Kind, wird dort nicht hineinkommen. Schaut, Kinder hinterfragen nicht ständig. Kinder hinterfragen nicht ständig, warum, sondern Kinder akzeptieren, was die Eltern sagen. Auf diese Art und Weise kannst du ein Kind erziehen. Wer es fassen kann, der fasse es. Bei manchen Kindern ist es leichter, ja, bei manchen nicht so sehr, aber im Großen und Ganzen ist es so, dass du das Reich Gottes aufnehmen musst wie ein Kind. Du musst, wenn du eine Verheißung Gottes liest, nicht sagen, ja, es gilt für alle anderen, aber für mich nicht. Und zwar aus Punkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 3000. Sondern du musst sagen, nein, das Wort Gottes gilt auch für mich. Ich bin keine Extrawurst. Ich bin nicht der Hiob Gottes. Auch mir werden meine Sünden vergeben. Ja, jemand kam zu mir und hat gemeint, Pastor, ich habe den Herrn schon 1000 Mal um Vergebung gebeten, aber ich spüre nichts, ich spüre nichts. Du wirst auch so lange nichts spüren, bis du diese Vergebung nicht empfängst. Und trotz dieses Mangels an Erlösungsgefühlen sagst, danke Herr, dass ich erlöst bin. Denn schau mal, was glaubst du mehr? Das Wort Gottes oder deine Gefühle? Die meisten, sag jetzt nicht gleich sofort, ja im Wort, weil die meisten, ja, die glauben ihren Gefühlen viel mehr als im Wort Gottes. Das ist die traurige Wahrheit. Da musst du dich drüber hinwegsetzen. Du musst sagen, Gefühle, halte die Schnauze. Jesus hat das letzte Wort. Und so ist es. Also du kannst dein Leben als Christ nur genießen, wenn du glaubst, dass Gott mit dir ist. Und dazu brauchst du ein gutes Gewissen. Dazu brauchst du Freimut. Im 1. Johannesbrief, Kapitel 3, in Vers 2, es steht ein ganz, ganz wichtiger Vers. Wir tun gut dran, uns den zu merken. Da heißt es, wenn das Herz uns nicht verurteilt, haben wir Freimütigkeit zu Gott. Ja, Freimütigkeit zu Gott. Und was immer wir bitten, empfangen wir von ihm. Wenn dein Gewissen dich nicht verurteilt, wenn deine Beziehung zu Gott sauber ist, dann kommst du in die Gegenwart des Herrn wie ein Kind, ja. Das weiß, ich kann jederzeit zu meinem Vater gehen. Das ist ein ganz, ganz wertvoller innerer Zustand. Den brauchst du unbedingt. Wenn dein Gewissen dich nicht verurteilt, wenn dein Herz dich nicht verurteilt, dann hast du Freimut. Und der Satz geht weiter. Was immer wir bitten, empfangen wir von ihm. Was immer wir bitten, empfangen wir von ihm. Und wisst ihr was? Ich habe festgestellt, stimmt. Wir empfangen vielleicht nicht immer sofort in dieser Sekunde, also im Sichtbaren. Aber wir können darauf vertrauen, Gottes Erhörung ist unterwegs zu uns. Engel transportieren die im gepanzerten Engelwagen, ja, zu uns, halten vor uns, die Tür geht auf, dieses Autos, ja. Ein Engel steigt aus und gießt uns diesen Segen über, um den wir gebeten haben. Und dann haben wir, um was wir gebeten haben. Du wirst eine gewisse innere Kühnheit entwickeln, wenn du das ein paar Mal erlebt hast. Du kommst mit Freimut vor den Herrn, und sagst ihm, was du gerne hättest. Nicht unbedingt nur, was du unbedingt brauchst, sondern auch, was du gerne hättest. Und dann erlebst du, wie der Herr dir den Weg ebnet und nach einiger Zeit stellst du fest, er hat mich erhört. Und wenn du dann nach ein paar Jahren zurückschaust, stellst du fest, er hat mich hier, da und dort erhört. Und wenn das mal der Fall ist, dann kriegst du Lust auf Gebet, denn du weißt, du hast einen Hörer. Und nicht nur einen, der hört, sondern einen, der erhört.
der dir vor dir hergeht und dir wie ein Schneepflug eine Schneise pflügt. Wenn alle anderen im Schnee stecken bleiben und schauen und nicht wissen, wie es lang geht, läufst du, tappst du hinter Jesus her und er pflügt dir den Weg. Dein Schicksal als Christ muss nicht dasselbe sein wie das von anderen Leuten. Du wirst ihre Situation teilen. Bedrängnis kommt zu uns allen, solange wir in der Welt sind. Aber der Herr hat die Welt überwunden. Schau, das ist die Haltung, die du innerlich unbedingt brauchst, wenn du deine Sorgen loshaben möchtest. Du musst glauben, dass Gott mit dir ist, dass er dich segnet und dass er dich zu einem Segen macht. Also, wenn der Herr dir was zeigt, ja, und dein Gewissen belastet ist in irgendeiner Sache, dann tu rasch Buße von den Sünden, von denen er dich überführt. Sprüche 28, Vers 13, wer sie bekennt und lässt, wird Erbarmen finden. Halleluja. Und dann, und jetzt sind wir im Hebräerbrief, Kapitel 4, Vers 16, dann komm freimütig, sag mal freimütig, vor den Thron der Gnade, damit du Barmherzigkeit empfangen und Gnade zur rechtzeitigen Hilfe bekommst. Freimut, du brauchst innere Freimut. Und die hast du entweder, oder diese Freimut hast du nicht. Dann musst du sie unbedingt erlangen, ansonsten läuft da nichts, sonst bleibst du in deinen Sorgen stecken. Okay, gut. Also zunächst einmal jetzt, Jesus ist größer als dein Problem. Und er arbeitet aktiv an der Lösung dieses Problems. Während du schläfst und dir Sorgen machst, arbeitet er an deiner Lösung. Lass mich auf zwei Punkte eingehen. Zunächst einmal auf einen etwas sorgfältiger. Die Vergangenheit. Blick nicht ständig zurück und bedauere, was du gemacht hast. Ja? Du kannst dein Leben nur genießen, wenn du das nicht tust. Bedauere nicht ständig Entscheidungen aus der Vergangenheit, denn du kannst die nicht mehr ändern. Du bist jetzt mit der Person, die du geheiratet hast, vor 30 Jahren verheiratet. Und wenn du in der ganzen Zwischenzeit nicht so ganz sicher warst, ja, dann ist jetzt eine gute Gelegenheit zu sagen, oder ein guter Moment zu sagen, bin ich es halt mit dieser Person, ja, jetzt müssen wir halt an dieser Beziehung mal arbeiten. Und dann tust du, was zu tun ist. Und dann schauen wir weiter. Du kannst nicht, sagt Jesus irgendwo, in Lukas Kapitel 9, Vers 62, genau, du kannst nicht zurückschauen und gleichzeitig pflügen nach vorne. Jesus sagt, wer seine Hand an den Pflug legt und zurückblickt, ist nicht geeignet fürs Reich Gottes. Du, das ist eine prinzipielle Sache. Wenn du dein Leben nach vorne lebst, wir alle leben unser Leben nach vorne, ja? Wir nicht nach hinten, nach rückwärts, sondern es geht immer geradeaus nach vorne. Da kannst du nicht, ja, dein Leben leben und irgendwie da Furchen pflügen und die Ziele, die du hast, nämlich das andere Ende des Ackers, überschauen oder dich nicht drum kümmern, weil du ständig nach hinten umblickst. Ach Mann, warum habe ich da nur schräge Furchen gepflügt in dem Feld hinter mir? Oh, hätte ich nur, ja. Pflügst du wieder schräge Furchen, wenn du nach hinten schaust. Du kannst nicht siegreich leben und ständig die Vergangenheit bedauern. Geht nicht. Paulus sagt im Philipperbrief Kapitel 3, Vers 13, ich vergesse, sag mal vergesse, was da hinten ist, und strecke mich aber aus nach dem, was vorne ist. Und Leute, Paulus hatte Dinge zu vergessen. Ja, stell dir vor, du bist der härteste Pharisäer aller Zeiten. Du bist so ein harter Pharisäer, dass du sogar alle anderen religiösen Strömungen verfolgst bis aufs Blut, vor allem diese Christen. Ja, und jetzt bist du also so begeistert von dir selber, weil du wieder hordenweise Christen ins Gefängnis überliefert hast. Und Menschen sind gesteinigt worden und du warst dabei. Ja, Christen sind gemartert und hingerichtet worden und du warst dabei. Du hast es gut gefunden. Ja, du hast Blut an den Händen. Und jetzt plötzlich erscheint Jesus dir und haut dich vom hohen Ross, wie Paulus auf dem Weg nach Damaskus, und sagt, Paulus, du in der Zwischenzeit, also bisher hast du falsch gelegen. Du hast mich verfolgt, ja, den lebendigen Gott. Stell dir mal vor, wie Paulus innerlich eingegangen sein muss. Oh Mann. Außerdem war er dann noch blind dazu, nach dieser Begegnung mit Gott. Oh Mann. Ich habe gedacht, ich tue Gott einen besonderen Gefallen, wenn ich diese Christen verfolge. Und in Wirklichkeit habe ich gegen ihn gearbeitet. Und jetzt liege ich da und bin blind und total verblitzt und geschockt.
Paulus ist innerlich zusammengebrochen, das sage ich euch. Außerdem war er blind. In diesen 3 Tagen, in denen er blind war, ist er durch die Hölle gegangen. Er saß da und er wusste nicht, dass er wieder sehend wird. Er hat sich gedacht, ja, ich habe Gott verfolgt und jetzt hat er mich mit Blindheit geschlagen. Und jetzt sitze ich da und bin auf andere angewiesen. Ich, der stolze Pharisäer, der größte von allen, sitze jetzt hier und muss an der Hand geführt werden. Total verblitzt, gerichtet von Gott. Der musste erst einmal Vergebung von Gott empfangen und dann musste er sich selber auch vergeben. Wisst ihr, Vergebung von Gott empfangen ist eine Sache, sich selber zu vergeben ist nochmal was anderes. Viele von uns, ja, glauben, dass Gott ihnen vergibt, aber wir vergeben uns selber nicht. Wenn dann was Schlechtes passiert oder wir uns in Sorgen befinden, dann denken wir, naja, wir haben es ja nicht anders verdient. Und von dieser Haltung müssen wir uns auch frei machen. Denn Jesus hat für uns gelitten. Er hat die Strafe getragen zu deinem Frieden. Sagen wir jemand Amen. Also bedauere nicht ständig Entscheidungen, die du in der Vergangenheit getroffen hast. Mensch, warum habe ich mir nur diese teuren Klamotten gekauft? Ja, zu spät, du kannst sie nicht mehr zurückgeben. Warum habe ich mir nur dieses Auto gekauft und nicht ein anderes? Ja, wenn es zu teuer war, musst du halt jetzt an anderer Stelle sparen. Aber jetzt fährst du das halt. Das sind ja alles nur zeitliche Dinge. Wisst ihr, über alle zeitlichen Entscheidungen geht die Zeit hinweg. Irgendwann ist es irrelevant. Ob du vor 20 Jahren dir ein gelbes oder ein grünes Auto gekauft hast, weil du hast mittlerweile ein ganz anderes. Ja, so. Okay. Paulus sagt, er vergisst alles, was hinter ihm war, und er streckt sich auch aus nach Jesus. Sollten wir auch machen. Jesus ähnlicher werden ist eine wunderbare Sache. Also bedauere nicht ständig Entscheidungen von früher. Ja, Mensch, ich habe solche Fehler gemacht in der Vergangenheit. Ich habe die Biografie vom Reinhard Bonnke gelesen. Wer kennt den Reinhard Bonnke? Kennt ihn jemand? Er ist ein phänomenaler Evangelist. Ja. Ich hatte schon das Vorrecht, mit ihm zusammenzuarbeiten, allerdings nicht als Prediger, sondern als Ordner in seinen Versammlungen vor vielen Jahren. Ganz wunderbare Sache. Einmal in England, in Birmingham in England, ja, da war ich der Fahrer von dem Gastsprecherbus. Da kam man halt die Tür, hinten ging auf hinter der Bühne, Reinhard Bonnke kam raus und seine Frau, der Benny Hinn, Ray McCauley und eine ganze andere Reihe von anderen bekannten Predigern. Ja, die kommen rein und ich sage euch, die Gegenwart Gottes wumm, ist in diesen Bus reingekommen. Ich saß da, boah, ja, mir haben die Beine so gewackelt, ich konnte nicht richtig fahren. Also ich konnte überhaupt nicht fahren, ich saß erst einmal da und habe gewartet, bis es vorbei ist. Ja, Reinhard Bonnke hat sich dann vorgelehnt, fahren wir jetzt! Und dann ist es gegangen, ja, aber Leute, ich bin langsam gefahren und bin rumgeeiert. Zum Glück war da nicht viel los, wo ich gefahren bin. Nun gut, okay, wie kam ich da jetzt hin? Ja genau, ich wollte über seine Mutter reden, genau. Er war ein kontroverses Kind in der Familie, weil er immer der besonders Lebhafte war, über die Stränge geschlagen hat und so weiter. Und ist immer recht, naja, komisch erzogen worden, sehen wir es mal so. Und als er dann als junger Mann mit seinem Köfferlein am Bahnsteig stand, ja, und seine Mutter neben ihm, hat die plötzlich begonnen, Rotz und Wasser zu heulen. Und er hat sie angeschaut und hat gar nicht gewusst, was jetzt los ist mit ihr. Und dann kam ihm, die bedauert jetzt die ganzen Erziehungsfehler, die sie gemacht hat bei ihm. Ja, diese ganzen Fehler, die ihr so deutlich vor Augen standen, ihr Reinhard, ja. Das schwierige Kind, dem er ständig bestrafen musste und erziehen musste, der geht jetzt und ich habe so versagt an ihm. Naja, aber ich würde mal sagen, es ist dann doch irgendwie gut gegangen. Er ist einer der erfolgreichsten Evangelisten in der Kirchengeschichte, was sage ich jetzt mal. Manche Gottesdienste sind mehr als 1 Million Menschen gekommen. Puh, ziemlich gut. Schau, das sind Dinge in der Vergangenheit. Ich sage euch, die Kinder machen sowieso, was sie wollen, egal wie du jetzt das empfindest. Also es ist meine Erfahrung. Ja. Paulus sagt da ganz, ganz unprosaisch, ja, er sagt da, ja, unsere Väter, sie züchtigen uns eine Zeit lang nach ihrem Gutdünken, ne, dürfen wir nicht zu ernst nehmen quasi. Aber der Herr, ja, bei dem gehen wir dann in die echte Schule und die dauert bis zu unserem Tod. Bis zu dem Zeitpunkt, wo wir heimgehen. Ja. So ist es. So hakt die Erziehungsfehler ab, die du begangen hast, es biegt sich schon irgendwie immer gerade. Und noch was, wenn du nicht weißt, was du studieren sollst oder was deine Arbeitsstelle ist, weil gerade die Arbeit, die du machst, irgendwie dir gar nicht liegt, halt ein wenig durch. Schau, ich habe auch schon Arbeitsstellen gehabt, auf die hätte ich echt verzichten können. Ja, Sonntagabend hat es mir schon gegraut vor Montagmorgen. Als ich mir ins Bett gelegt habe, ist mir schon halb schlecht geworden.
vor der Arbeit und vor den Leuten, mit denen ich zusammen sein werde am Montag. Und das hat sich durchaus gezogen manchmal. Ja, halbes Jahr, dreiviertel Jahr, aber wisst ihr, was immer passiert ist? Die Situation hat sich immer irgendwie in Wohlgefallen aufgelöst. Und die schwierigen Leute sind plötzlich irgendwie zum Aushalten geworden. Und die Arbeit bin in der Abteilung versetzt worden. Oder einmal, da wollten sie mich sogar befördern und zum Chef machen von einer Abteilung. Tja, müsst ihr euch mal überlegen. Ja. Die quälen mich. Tja, plötzlich bin ich in der Position, die zu quälen. So, der Herr, der hat auch da die Hand drauf. Ne? Tu nicht Sorgen und Bangen, das wäre die andere Sache. Und tu nicht, also hab nicht ständig Angst vor der Zukunft, denn da hat der Herr die Hand drauf. Und hab nicht ständig Angst vor der Vergangenheit, denn die ist vorbei. Leb jetzt und der Herr ist jetzt mit dir.